Gut, als erstes hätte ich natürlich gerne mal gewusst, so kurzes Fazit vom Trainingslager, von den Tagen in Belek. Michael, wir haben uns natürlich im Vorfeld zusammengesetzt und geschaut, welche Lernziele wir da erreichen wollen im Trainingslager. Und danach eben bei dem Resümee, das wir gezogen haben, sind wir ganz klar zu dem Ergebnis gekommen, dass wir alles erreicht haben und teilweise auch mehr. Wir hatten ein bisschen das Problem, dass halt ein paar neue, junge Spieler auch mit dabei waren oder auch Neuzugänge von anderen Vereinen, die halt nicht auf dem gleichen Wissensstand waren, wie wir eben sind. Und deswegen galt es ja da in Gruppen dann das so zu gestalten, dass wir die Neuen eben heranführen und die Alten dann nur auf ein höheres Level heben. Und das, denke ich, haben wir auch erreicht im Trainingslager. Und bei den Witterungen, bei den Verhältnissen, die wir gehabt haben, kommt man da richtig gut an. Ja, die Testspiele waren jetzt nicht ganz so erfolgreich gelaufen. Ja, das waren zwei Testspiele. Leider haben wir beide verloren, was uns auch ein bisschen ärgert. Aber das Positive an dem Ganzen war, dass wir schon sehr, sehr gute Fortschritte gesehen haben, was das Spielerische anbelangt. Was uns am meisten gefallen hat, ist, dass gerade die alten Spieler, die neuen Spieler gecoacht haben, auch schon im Training die Position zu halten, was sie besser machen können. Da sind sie oft uns Trainern zuvorgekommen und dementsprechend sehr, sehr starke Harmonie, optimale Rahmenbedingungen im Trainingslager, sowohl Platz, Plätze wie auch das Hotel, Essen leider auch sehr gut. Jetzt gab es während des Trainingslagers natürlich ein, zwei Personalentscheidungen, Abgänge gab es und einen Neuzugang mit dem Tobi. Kurz vielleicht ein Statement dazu. Mein guten Tobi Schweinsteiger, den kennt man jetzt mittlerweile. Wir haben letztens in der dritten Liga schon gesehen bei Ringsburg. Ich selber habe mit ihm schon in Ismaning zusammengespielt. Die Verpflichtung war aus mehreren, beziehungsweise das Leihgeschäft war aus mehreren Gründen wichtig. Zum einen, weil wir ja mit dem Flo Niederlechner und mit Manu Fischer Abgänge im Sturm gehabt haben. Und zum anderen ist der Tobi halt einer, der genau in das Anforderungsprofil eben reinpasst, was jetzt Regionalität betrifft. Das Einzige, was nicht so passt, ist das Alter. Aber da erhoffen wir uns eigentlich, dass er eben die jungen Spieler so heranführt, dass sie dann irgendwann einmal noch mehr an Erfahrung haben, die er eben in den letzten Jahren mitbekommen hat. Und wird er die Abgänge gut kompensieren können oder wird es da ein bisschen dauern, ehe man sich da, sag ich mal, akklimatisiert hat und eher da seine Position gefunden hat? Und da ist er auf einem sehr, sehr guten Weg. Er gibt sich unglaublich viel Mühe, sowohl auf dem Platz wie außerhalb, versucht ständig in Kommunikation zu gehen mit uns Trainern oder auch mit den Mitspielern und versucht eben unsere Art und Weise, wie wir Fußball zu spielen, möglichst schnell umzusetzen. Und sagen wir mal, auch super Typ ist es. Wir kennen ihn, ich kenne ihn noch von der A-Jugend von Haching, der Manu kennt ihn von seiner Spielzeit in Ismaning und dementsprechend sind wir sehr, sehr froh, dass es für das halbe Jahr mal geklappt hat. Jetzt ist die Hinrunde natürlich, unerwartet gut gelaufen, sage ich mal so. Geht man da auch mit einem gewissen Druck schon vielleicht jetzt in die Rückrunde, dass man das bestätigen muss? Nein, wir ärgern uns selber, dass die so gut gelaufen ist. Es wäre uns eigentlich lieber gewesen, dass es ein bisschen schlechter gegangen wäre, die ganze Geschichte. Nein, aber Spaß beiseite. Natürlich wollen wir jetzt noch 6 Punkte holen, damit wir definitiv die Klasse halten. Und wir haben uns aber als Ziel gesetzt, dass wir die Chance nach oben hin so lange wahren, wie es geht. Heißt jetzt aber nicht, dass wir sagen, okay, wir wollen unbedingt aufsteigen. Aber wir wollen uns danach nicht vorwerfen, dass man sagt, okay, wir wollen nur halten. Aber die Chance wollen wir dementsprechend so lange wie möglich aufrechterhalten. Und wenn es nicht ist, wir setzen uns da nicht unter Druck. Und das hoffen wir natürlich, dass von außen genauso passiert. Vielleicht von euch beiden noch kurz eine Prognose für die Rückrunde? Boah, das ist wirklich sehr, sehr schwierig. Wobei man schon sagen kann, wenn man die Einheiten so sieht und die Entwicklung, sind wir auf jeden Fall auf einem höheren Niveau im Vergleich zum Anfang der Saison. Aber dass im Fußball halt nicht alles planbar ist, das wissen wir. Und aufgrund dessen, weil wir da relativ junge Mannschaft haben, ist es auch noch weniger planbar. Aber ich denke mal, dass wir mit der, sag mal, durchschnittlichen Rückrunde dürfen wir auf jeden Fall rechnen, dass nach unten und nach oben jetzt nicht so viel ausbricht, sage ich jetzt mal. Und natürlich auch noch der Pokal. Ja, die Qualifikation für die DFB-Hauptrunde ist unglaublich wichtig, auch finanziellen Aspekten. Die ersten vier qualifizieren sich gerade aktuell. Vielleicht kommt noch ein 5. Platz dazu von Dynamo Dresden, das werden wir sehen. Aber auf alle Fälle haben wir auch die Möglichkeit, uns über die regionale, sprich über Bayern-Schiene da zu qualifizieren. Und das steht auch im Programm.